Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und wir haben wieder einen neuen Hybriden für das Spiel, und zwar diesen hier. Das ist der Inspinedoraptor, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ein pinkes Monster. Sieht natürlich dem Spinosaurus sehr, sehr ähnlich. Hat die gleichen Animationen, den gleichen Schrei und auch die gleiche Körperform. Was ihn natürlich unterscheidet, ist diese grelle Farbe und auch dieser Streifen. Das ist nämlich so der Streifen vom Indoraptor, glaube ich. Und auch diese Härchen hat er vom Indoraptor bekommen. Das Segel hat sich auch verändert. Aber ich muss persönlich sagen, der ist übrigens eine Mischung aus Spinoraptor und Indoraptor. Da kommt auch der Name her. Inspinedoraptor. Finde ich ein komischer Name, ehrlich gesagt. Ich muss aber sagen, dass der mir ein bisschen zu wenig von dem Indoraptor hat. Er sieht halt eigentlich aus wie ein Spinosaurus mit einem anderen Segel und Härchen. Viel mehr ist das eigentlich nicht. Ich meine, schlecht sieht er nicht aus. Aber ich finde es halt schade, dass so wenig Indoraptor in die Körperform eingeflossen ist. Sind halt eigentlich nur die Härchen. Und die Farbe ist auch ein bisschen fragwürdig. Ich bin halt nicht so der Fan von so ultra unnatürlichen Farben. Es gibt aber noch viele weitere Skins für den. Oh, die Zähne sehen aber cool aus. Oh mein Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Okay, die sind teilweise so ein bisschen blöd hier platziert. Aber es sieht cool aus, dass er so viele Zähne hat und so, ja, in verschiedenen Längen und so durcheinander. Also echt ein fieses Gebiss. Sieht schon aus wie ein fieses Monster. Aber ist definitiv nicht mein Favorit von den Hybriden. Wir gucken uns den jetzt auch mal hier in der Brutstation an. Da haben wir den Inspinedoraptor. Ist auch schwer auszusprechen, der Name, deswegen gefällt er mir, glaube ich, nicht so. Weiß nicht, wie ich den genannt hätte, aber der ist eine Mischung aus Spinosaurus und Indoraptor. Angriff von 120, Verteidigung von 50. Und wir können jetzt mal einen anderen Skin freilassen. Nehmen wir mal das Alpinmuster. Und dann gucken wir uns da mal die Variation an. Ich hoffe, der Skin gefällt mir ein bisschen besser. Jetzt der Standard-Skin. Okay, der ist eigentlich genauso, nur ein bisschen blasser, würde ich sagen. Ich muss aber sagen, ich glaube, der Skin gefällt mir ein bisschen besser. Wobei die beide schon sehr unnatürlich aussehen, ne? Muss man einfach sagen. Aber da vorne können wir mal die Schlafanimation uns eben schnell angucken. Moment. Seht ihr die auch mal? Wenn er hier gerade schon Nickerchen macht. Oh, der hat sogar das Auge zu. Wie cool. Schauen wir gleich mal, wenn er erwacht. Die Animation, die funktionieren alle einwandfrei. Wahrscheinlich ist deswegen auch das Auge zu. Weil es halt eigentlich 1:1 der Spinosaurus ist. Nur mit ein paar kleinen Detailänderungen. Das Segel an sich finde ich auch relativ interessant. Da wacht er. Das ist jetzt nochmal Waldland. Oh, der sieht komplett anders aus, der Skin. Cool. Gehen wir schon mal in die Außenansicht. Ja, der ist dann weiß mit einem pinken Streifen. Finde ich schon um einiges interessanter. Wobei ich das Pink ehrlich gesagt gerne ausgetauscht hätte gegen eine andere Farbe. Ich würde es mir cool vorstellen, wenn der Streifen hier vielleicht so ein bisschen schwarz-grau oder so wäre. Oder vielleicht rot sogar, anstatt so pink.
Weil das sieht schon viel cooler aus. Der pinke Skin. Aber das ist halt alles persönlich und Geschmackssache, ne? Da präferiert jeder so ein bisschen was anderes. Aber das Weiße hier erinnert mich so ein bisschen an den Indominus Rex. Das finde ich eigentlich ganz cool. Warum sieht das nice aus mit dem roten Auge? Stellt euch mal den Streifen so in diesem Rot hier vor. Vielleicht nicht ganz so knallig. Das würde cool aussehen. Wir schauen uns den jetzt aber natürlich noch beim Kämpfen an. Den Innenspinedoraptor gegen einen Ankylosaurus. Ich glaube, der Arme ist da chancenlos. Komm schon, einen Keulenhieb schaffst du. Also der Kieferorthopäde hätte hier ihm auf jeden Fall eine feste Zahnspange verschrieben. Da bin ich mir sicher. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, der schafft nicht einen Hit. Der Kopf ist auch schon unten. Kurzer Prozess. Armer kleiner Anki. Dabei belassen wir es natürlich nicht. Wir schauen uns jetzt noch an, wie er sich hier den Nigersaurus einverleiben wird. Bin ich gespannt. Auch hier macht er kurzen Prozess. Ja, Leute, das ist der neue Hybrid, der Innenspinedoraptor. Hat meiner Meinung nach leider nicht so viel mit dem Indoraptor zu tun. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen mehr Indoraptor drin wünschen. Aber es ist natürlich trotzdem cool, immer wieder neue Hybriden und Dinosaurier für das Spiel zu bekommen. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Falls ihr die Mod mal selbst ausprobieren wollt und euch die anderen Skins von dieser neuen Bestie angucken wollt, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort ist das Ganze verlinkt. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.